So, hallo und herzlich willkommen hier zurück bei mir auf dem Kanal Carbonite Gaming. Wir ja, sind jetzt hier voll im Projekt mit drin, Samstagsüberraschung sozusagen. Ich habe überlegt, neben den zwei Projekten, die ich ja momentan laufen habe, Diplomacy is not an option und Transport Fever 2, hier auch nochmal zusätzlich immer samstags mal neue Projekte mit reinzubringen, denn es muss danach ja weitergehen. Irgendwann werden wir ja mal Transport Fever erreicht haben, also sprich die Heutzeit, die Jetztzeit, und wir werden auch in irgendwann mal in Diplomacy is not an option an den Punkt kommen, wo wir sagen, jetzt reicht's. Jetzt haben wir keine Lust mehr, irgendwelche Bauern zu metzeln, und dann brauchen wir ja zusätzliche, dann brauchen wir neue Projekte. Und um hier mal ein paar Sachen zur Verfügung zu stellen, habe ich mir eben, wie gesagt, überlegt, immer samstags hier so eine Art Let's-Test zu machen, mal kleine Projekte anzuspielen, immer so eine Stunde ungefähr. Und ja, Planet Crafter wird, also angefangen habe ich tatsächlich schon mit Hardspace letzte Woche. Und wir starten jetzt direkt hier mal mit Planet Crafter. Und in diesem, ja, guck mal ganz kurz in die Options rein. Audio. Gibt es hier eigentlich Musik oder so? Also noch höre ich davon nichts. Okay. Englisch, was gibt es hier? Deutsche. Wir nehmen mal Deutsche. Mal gucken, wie gut hier die Übersetzung schon ist. So, dann anwenden. Und dann gehen wir mal direkt auf Spielen. Neues Spiel. Ja, Standard, Standard. Los geht's. Okay. Wow. Also was mir schon mal direkt auffällt, ist, dass die Maus mega langsam läuft. Und was machen wir denn? WASD probieren wir mal. Okay, das funktioniert. Okay, das funktioniert. Also das geht schon mal gar nicht. Einstellungen. Steuerung. Mausempfindlichkeit 3%. Nein. Machen wir mal 100. Und zurück zum Spiel. Ah, schon viel besser. Okay. Also das hier ist unsere Kapsel, alles klar. Können wir hier irgendwas machen? Herstellen. Sauerstoffkapsel, Kobalt. Wasserflasche, Eis. Mikrochip-Konstruktion, Silizium, Silizium, Magnesium, Magnesium. Okay, also Planet Crafter ist noch im Early Access und ja. Ah ja. Ist noch im Early Access und ist relativ frisch rausgekommen. Gibt es jetzt hier erst seit dem 24. Und mit Shift wird normal gerannt. Sehr gut. Also alles so, wie man es eigentlich kennt. Was haben wir hier? Eis. Wir sehen auch schon, unser Sauerstoff lässt relativ schnell nach. Dafür müssen wir wohl eine Sauerstoffflasche produzieren. Ah ja, oder wir betreten einfach die Kapsel und ohne dass wir die Tür zumachen, füllt sich unser Sauerstoff wieder auf. Gut. Finde ich auch okay. Wir sehen, was haben wir denn hier? Lirma-Samen, Weltraumnahrung und Sauerstoffkapsel und Wasserflaschen. Okay. Gut. Und jetzt können wir hier noch zusätzliche Sauerstoffkapseln herstellen. Oder aber einen Rucksack. Und damit sollen wir ja mal anfangen. Rucksack 1, habe ich den jetzt auch schon? Eevee Inventar. Escape. Inventar ist Tab. Okay. Hier ist der Rucksack. Angelegt. Ah ja, jetzt hat er die Inventargröße erhöht. Sehr gut. Und wenn ich jetzt hier eine Sauerstoffkapsel transportiere und die hier mit anlege. Und jetzt habe ich die gedroppt, okay. Das wollten wir nicht. Okay, offensichtlich kann ich noch mehr Sachen herstellen, ausrüsten. Wohnabteil. Okay. Also. Wir stellen dann jetzt hier erstmal her
Mikrochip-Konstruktion. Silizium, Silizium, Magnesium. Okay, damit geht's erstmal los. Wir brauchen mehr Magnesium. Es sieht nach einem sehr, sehr willkommenen, angenehmen Planeten aus. Was ist das da oben? Achso, sind einfach nur irgendwelche Partikel. Okay. Ich dachte gerade, da stürzt ein Meteorit auf uns runter. Ja, ist noch im Early Access, hat aber sehr, sehr gute Bewertungen bekommen. Und da ich ja totaler Fan bin von allem, was irgendwie mit Weltraum zu tun hat, dachte ich mir, das Spiel muss ich mir auf jeden Fall auch mal geben. Und da sind wir. Und es heißt, es soll so ein bisschen wie Subnautica sein. Warnung, Sauerstofflevel ist niedrig. Ja, ich renne ja schon. Ach nee, jetzt renne ich. Und aufladen. Sehr gut. So, jetzt müssen wir noch herausfinden, wie kann ich denn jetzt hier eigentlich so eine Sauerstoffkapsel? Rechtsklicken zum Konsumieren. Okay. Rechtsklicken zum Konsumieren. Herstellen Sauerstofftank. Ach, das sind Kapseln. Ah, und das hier ist ein Sauerstofftank. Alles klar, verstanden. Gut, das heißt, wir brauchen noch mehr Eisen. Eisen, 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 Eisen. Das hier ist Eis, 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 das braucht man nicht. Das hier müsste Eisen sein, jawohl. So. Was ist das? Magnesium nehmen wir auch noch mit. Und Titan. Titan klingt gut. Habe ja auch irgendwie so einen coolen Scanner. Okay, ausrüsten kann ich da noch, auswählen kann ich da noch nichts. So, dann machen wir jetzt hier mal einen Sauerstofftank. So, und den haben wir dann jetzt. Und dann können wir den jetzt. Ach, da ist dieses Symbol für. Naja, perfekt. Genau, hier war das Symbol mit dem Rädchen unten drin zum Ausrüsten. Gut, dann können wir jetzt. Das ist das nächste mit Mikrochip-Konstruktion. Okay, was brauchen wir dafür? Haben wir alles schon. Mikrochip-Konstruktion haben wir und jetzt müssen wir das wahrscheinlich noch ausrüsten. Genau. Ah ja, und jetzt sehen wir im Display. Jetzt kann man hier auch konstruieren. Hervorragend. Oder aber eben sammeln. So, wir gehen mal noch ein bisschen Rohstoffe sammeln. Wir sehen auch, unser Wasservorrat neigt sich langsam dem Ende zu. Wir müssen dann ja auch irgendwann mal unsere erste Base errichten. Also das soll wohl auch ein sehr interessanter Basenbau hier sein. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe mir kein Let's Play oder irgendwas dazu angeguckt im Vorfeld. Spiele das jetzt also komplett nackig. Also, ich bin nicht nackig, sondern ich habe es mir halt vorher noch nicht angeguckt. So. Und noch ein bisschen Kobalt. Das ist gut für den Sauerstoff. Und jetzt will ich das mal ausprobieren mit dieser Kapsel. Wenn ich jetzt Rechtsklick mache, dann konsumiere ich die, ne? Oh ja, okay, wieder aufgeladen. Gut. Hier ist unsere Raumkapsel, die hier gelandet ist. Ah, was ist das? Nachrichten. Willkommen auf deinem zugewiesenen Planeten. Deine Mission ist es, den Terraforming-Prozess dieser Welt voranzutreiben. Erzeuge dazu Sauerstoff, Hitze und Luftdruck. Erreiche zuerst 175.000 TI und erschaffe eine blaue Atmosphäre. Sentinel Corporation im Jahr 3058. Jo, 175.000. Wir haben aktuell oben rechts, wie man sieht, 0. Das heißt ja noch auf jeden Fall einen guten Weg vor uns. So, jetzt gucke ich mal, kann ich hier, genau. Ich kann jetzt ein bisschen Sachen rüber transportieren. Perfekt. Eine Wasserflasche nehmen wir mal. Denn stillt dein Durst vollständig. Okay, also die sollten wir tatsächlich erst konsumieren, wenn wir auch richtig viel Durst haben. Jetzt stellen wir mal ein Wohnabteil her. Was brauchen wir denn dafür? Wie kann ich denn hier was herstellen? Gut, also Linksklick funktioniert nicht, Rechtsklick funktioniert nicht. Bauen ist mit Q, okay. Oh, okay, cool. Dafür gehen wir lieber mal in die Basis zurück, weil das will ich mir auf jeden Fall in Ruhe angucken. Sauerstoff aufgefüllt. So, was haben wir denn hier? Wohnabteil, Eisen, Eisen, Titan.
Es erinnert mich von der Aufmachung doch sehr an ein Unterwasserspiel, was ich sehr gerne gespielt habe. Wohnabteil Tür, Eisen, Titan, Silizium, Außentreppe, Außenlampe, Fundamentraster, Herstellungsstation T2, Veggie-Tube 1, Bohrer, Windkraftanlage, Heizung, Iridium, Informationsbildschirme, Terraformation, Bildschirmbaupläne, Bildschirmenergieniveau, Kiste, Schreibtisch, okay, Stuhl, Bett, Sofa, Sofaecke, Tisch. Oh, da bin ich ja mal gespannt. Also, wir brauchen Eisen, Eisen, Titan, das haben wir auch. Und wir bauen uns jetzt hier mal unsere erste Base. Ja, nicht zu weit weg vom Ursprung und dem Punkt, würde ich sagen. So, da ist sie auch schon. Cool. Jetzt brauchen wir eine Wohnabteiltür. Dafür fehlt uns jetzt wieder Titan, na klar. So. Wo ist denn hier das Titan? Das hier sieht doch aus wie Titan, oder? Jawohl. So. Bewegen sich eigentlich die Planeten? Ah, doch, sie drehen sich ein bisschen. Okay, jetzt brauchen wir eine Tür. Nicht genügend Energie. So. Oh, cool. Sogar schon direkt mit Energie hier am Start. Sehr gut. Dann sollen wir einen Bohrer bauen, eine Windkraftanlage, Bildschirm, Baupläne, Heizung. Naja, okay, ab geht die Luzi. Hydrationsniveau zu niedrig. Dann konsumieren wir jetzt doch mal eine Wasserflasche. So, okay. Jetzt sollen wir einen Bohrer bauen. Was braucht man denn für einen Bohrer? Titan und Eisen. Haben wir das hier noch in der Kiste? Eisen haben wir noch, Eisen haben wir noch. Wir nehmen alles mit, was wir jetzt hier gerade haben. Und dann fehlt uns jetzt sozusagen noch Titan, ne? Titan für den Bohrer und Eisen für die Windkraftanlage. Okay. So. Eisen, 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 Eisen. Da ist Eisen. Und ne, Silizium brauchen wir erstmal nicht. Nicht genügend Energie. The Rare Red Ore. So. Ich weiß nicht genau, was nicht genug Energie hat. Da bin ich mir noch ein bisschen unsicher. Ob damit jetzt hier unser Handheld gemeint ist oder was auch immer. So, jetzt bauen wir erstmal einen Bohrer. Macht er eigentlich? Erzeugt Luftdruck durch Freisetzen von Bodengasen. Ah, okay, also der ist schon mal für das Terraforming notwendig. So. Und dann brauchen wir jetzt Sauerstofflevel niedrig, das stimmt. Dann gehen wir mal schnell in unsere Base und füllen das mal wieder auf. Tuff, tuff. Und dann brauchen wir jetzt eine Windkraftanlage. Die setzen wir mal hier hin. So, Strom wiederhergestellt. Sehr gut. Und der Bohrer läuft jetzt auch. Und der erzeugt jetzt Luftdruck. Okay, und so produzieren wir jetzt hier praktisch Terraforming-Indexpunkte. Und der produziert irgendwie einen Punkt alle paar Sekunden. Okay, gut. Naja, damit können wir ja schon mal arbeiten. So. Also. Dann brauchen wir jetzt einen Bildschirm zum Thema Terraformation. Da möchte ich doch jetzt, kann ich jetzt einfach hier eine zweite Basement, also einen zweiten, zweites Dings mit dransetzen? Mal gucken, was die dann automatisch verbindet. Achso, ich brauche natürlich noch Titan. Okay, Titan, 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 da ist Titan. Nee, es war Eisen. Auch kein Titan. Nochmal Eisen. Hallo? Eisen, Eisen, Eisen. Hier ist Titan.
Ja, die Idee ist praktisch, dass ich jetzt hier einfach ja, verschiedene Projekte mal aufnehme und ihr dann in den Kommentaren sozusagen mir einfach mal reinschreiben könnt, was euch gefallen hat. Oder durch das Drücken auf den Gefällt mir-Button mir natürlich auch signalisieren könnt, wenn euch irgendwas gut gefallen hat. Und ja, je nachdem, welche Videos dann hier den besten Input bekommen, wird es jetzt gerade dunkel? Gibt es sowas wie einen Tag-Nacht-Rhythmus? Dann entscheide ich mich daraus, also auf dieser Basis werde ich dann entscheiden, welche Spiele wir dann als zukünftiges Projekt anbieten. So ist der Plan. Das heißt also, die Spiele, die euch besonders gut gefallen, wo ich sehe, dass das gut ankommt. Ah ja, hier kann ich die irgendwie connecten, aber irgendwie auch wieder nicht. Vermutlich, weil hier irgendwas im Weg ist. Aber ich kann was oben drauf stellen. Und dann komme ich dann da rein. Probieren das einfach mal. So. Ist jetzt hier automatisch eine Leiter geschaffen worden? Nee. Okay, das heißt, ich müsste da jetzt noch eine Tür hinbauen. Und ja, es gibt offensichtlich sowas wie Tag-Nacht-Rhythmus. Okay, das war nicht so schlau. Kann ich das wieder abreißen irgendwie? Konstruktionsbauen, bauen, abbauen, auswählen. Also das kriege ich jetzt gerade nicht weg. Ah ja, hier sieht man es. Luftdruck. 20 Nanopascal pro Sekunde und zieht 50 Kilowatt pro Sekunde. Und die Windenergieanlage bringt 1,2 Kilowatt pro Sekunde. Okay. Gut. Okay, da oben jetzt die Base, das bringt uns irgendwie nicht so richtig was. Weil wir da vielleicht ein Lager hinbauen können oder so. Können wir ja mal schauen. Also, jetzt ist jedenfalls der nächste Schritt: Bildschirm Terraformation bauen. So, wenn ich das richtig verstanden habe, brauche ich dafür einen Schreibtisch und Eisen. Das heißt, wir organisieren uns jetzt mal. Oh, das sieht aber schon ziemlich geil aus, so mit dem Rot. Oh, was ist das da? Oh, oh. Ich glaube, das ist nicht so cool, oder? Okay. Ich hoffe, das passiert nicht so oft. Oh, oh. Oh, der fliegt direkt auf uns zu. Hilfe, 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 Hilfe. Hallo? Was ist denn jetzt hier falsch gerade? Okay. Kriegen die dann Ressourcen oder wie ist der Plan? Wow. Bisschen apokalyptisch hier alles gerade. Die jetzt auf einmal her. Ich will doch nur Eisen haben. Boah. Wow. Okay, ja, genau. Schlag doch einfach direkt bei unserer Base ein. Kein Problem. Ja, ich weiß. Ich habe nur ein bisschen. Ich weiß nicht, ob wir uns lieber hier in der Base aufhalten sollten oder lieber draußen. Bin mir da gerade ein bisschen unschlüssig. Deswegen bleibe ich mal lieber gerade hier. Boah, okay, der hat natürlich jetzt voll getroffen, aber es sah so aus, als wenn das kein Problem war. Okay, ich glaube, jetzt ist vorbei mit dem Terror. Müsst ihr irgendwie reparieren? Nee, ne? Okay, machen auch keinen Damage. Verrückt. Okay, wir brauchen mehr Eisen. Aber offensichtlich bringen die auch Rohstoffe mit. Weil die jetzt hier überall so Rohstoffe verteilt haben. Inventar ist voll. Auch ein Spruch, den ich nur zu häufig höre. So. Okay, also ein Schreibtisch. Den stellen wir mal hier so hin. Und dann sollen wir einen Bildschirm mit Terraforming-Informationen aufstellen. Brauchen wir noch mehr Eisen. Okay. Das hier ist Titan. Ist das hier Eisen? Ja, hier ist Eisen. Sehr gut.
So, 69 Ti haben wir schon mittlerweile. Auch nicht schlecht. Nee. Neuer Bauplan erhalten. Sauerstofftank T2. Okay. Wie kann ich denn das drehen? Ah ja. Okay, mit Mausrad kann man übrigens drehen. Und wie kann ich die jetzt hier so draufsetzen? Okay, warte mal. Nee, das heißt, ich kann die nur hier irgendwie an die Wand setzen. So. Luftdruck. 78 Nanopascal. Wahnsinn. Wärme fehlt noch und Sauerstoff fehlt noch. Okay. Dafür brauchen wir vermutlich die Heizung und das Veggie-Tube. So, dann brauchen wir einen Bildschirm mit dem Thema Baupläne. Dafür brauchen wir wieder Eisen. Okay, wir brauchen viel Eisen offensichtlich. Ich dachte ja eigentlich, dass der Bohrer uns ein bisschen die Arbeit abnimmt, was das Mineraliensammeln angeht, aber anscheinend nicht. Und ich weiß auch noch nicht so richtig, wie das mit dem Essen funktioniert. Also wir haben zwar Weltraumnahrung, aber wir haben ansonsten noch nicht besonders viel. So, Baupläne. Ah, hier kann ich das jetzt so aufstellen. Verstehe. So, wir positionieren das mal hier so schön mittig. Nee, eigentlich ist das nicht besonders schlau. Wir machen das mal hier so. Sonst kann man den anderen Monitor ja gar nicht mehr lesen. So, Interface anzeigen. Terraforming. Rucksack 2. Kriege ich bei 300 Ti. Ah, so wird das freigeschaltet. Okay. Verstanden. Sauerstofftank T2. Wohnabteil Fenster. Bohrer. Wohnabteil Glas. Oh. Okay, das heißt, unser erstes Ziel ist es, möglichst viele Bohrer zu installieren und außerdem möglichst viele Kraftwerke. Okay, wir brauchen auf jeden Fall ja noch einen Monitor, und zwar Energieversorgung. Und dafür brauchen wir nochmal mehr Eisen. Das mit den Meteoriten war gerade ein bisschen überraschend. Eisen. Ja, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich will ja Eisen haben. Da ist Eisen. Ah, der Boden sieht ziemlich cool aus. Der sieht aus wie so wie in diesem Canyon in Amerika, der so Sandstein-Canyon. Und hier wird irgendwann mal blaue Luft draus, ja? Na, da bin ich immer gespannt, ob man da einen blauen Himmel erzeugen kann. So, dann bauen wir jetzt mal hier einen Bildschirm mit Energieniveau und den setzen wir mal hier so gerade ran. Interface anzeigen. So, Produktion 1,2 Kilowattstunden, Verbrauch 1,5 Kilowattstunden. Das ist ziemlich doof. Nicht genügend Energie. Ja, da bin ich ganz bei dir. Und wir müssen aufpassen, denn unsere Hydrat, also unsere, wir brauchen unbedingt was zu trinken. Und wir brauchen auch was zu essen. So. Sauerstoffkapsel können wir jetzt wegpacken. Die klockt uns nämlich hier nur das Inventar zu. So, dann. Nee, tap hier. Einmal Wasserflasche auffüllen und einmal essen. Naja, das füllt es aber nicht komplett auf. Gut. Wasserflasche einmal hergestellt. Nochmal Wasserflasche hergestellt. Und dann packen wir das erstmal da rein. Und dann geht es auch schon weiter mit der ganzen Bauerei. Warum ist jetzt hier das Windkraftwerk eigentlich aus? Weil ich nicht genügend Energie produziere? Okay, dann brauchen wir ein zweites Windkraftwerk daneben. Info, Strom hergestellt. Okay, ich weiß natürlich jetzt nicht, ob die sich in irgendeiner Form beeinflussen. Das werden wir, glaube ich, noch herausfinden. Ich glaube, ich baue mal gleich noch zwei, drei weitere Windkraftwerke, weil wir werden auch noch den einen oder anderen Bohrer installieren. Und, gut, das Spiel ist noch Early Access. Ich denke mal, da kommt dann wahrscheinlich noch sowas wie Stromverbindungen und so später dazu.
Aber das passt ja erstmal so. So, 3,3 Kilowattstunden verfügbar. Perfekt. Gut, das heißt, da können wir noch durchaus den einen oder anderen Bohrer installieren. Wir sollen ja aber erstmal eine Heizung bauen und einen Veggie-Tube. Und den Veggie-Tube brauchen wir vermutlich für den Sauerstoff und die Heizung für die Atmosphäre. So, Iridium, wo auch immer wir das herkriegen. Und Eisen. Okay, Eisen braucht man wirklich oft. Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall ein Lager. Hier ist ein großer Brocken Eisen. Nehmen wir alles mit. So, und dann werden wir die Basis nach hinten raus mit Fundamenten erweitern. Fangen wir mal mit dem. Eine Sekunde. Genau. Oh, das sieht aber schon wieder jetzt irgendwie komisch aus. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es jetzt hier gleich das nächste Unglück gibt, was auf mich wartet. Und ich im besten Fall eigentlich nicht rausgehen sollte. Sieht voll scary aus da draußen, weil es gerade so blau ist alles. Okay, Wetter hat aber keinen Einfluss auf. Nee. Uiuiuiui. Was ist das denn für eine krasse Optik, ey? Alles sehr gelb. Genau, wir bauen jetzt hier mal einen Veggie-Tube. Dieses Sausen macht mich irgendwie ein bisschen irre. Kommt das da rein? Ah, das wird hier drin gebaut. Ah, okay, verstehe. Gut. Na denn. So, das kann ich jetzt öffnen und dann kommen da Samen rein. Ah ja. Okay, die Samen sind bei uns im. Okay, jetzt sieht es wieder normal aus. Mysteriös. Hier, die Lirma-Samen. Nehmen wir mal direkt mit. Und pflanzen die mal hier bei uns ins Veggie-Tube. So. Und jetzt zieht das Energie, produziert aber Sauerstoff. 0,15 Parts per Quart irgendwas pro Sekunde. Okay. Frage ist ja, ob ich 175.000 TI brauche, um einen blauen Himmel zu erzeugen. Und ob der Himmel dann langsam blauer wird. Oder ob er dann auf einen Schlag blau wird. Ist ja ein Early Access Spiel. Der bohrt hier fleißig rum. Okay, wir müssen uns irgendwie Iridium organisieren. Und dafür müssen wir vermutlich ein bisschen weiter weg von der Base gehen. Wenn ich so ein Spiel programmieren würde, würde ich sagen, es gibt umso wertvollere Ressourcen, umso weiter weg ich mich von der Base traue. Die Frage ist nur, nee, wir sehen nicht, wo wir hinlaufen müssen. Wir haben keinen Kompass oder ähnliches. Okay. Wir haben noch einen relativ niedrigen Sauerstofftank. Das heißt, wir gehen mal lieber kurz zurück und bauen uns erstmal einen neuen Sauerstofftank, um mehr Möglichkeiten zu haben, hier Materialien aufzusammeln. Oh, was ist das? Ist ja eine Kiste versteckt. Oh. Aber leider kein Iridium dabei. Aber nehmen wir mal alles mit hier, bis das Inventar voll ist. So, und jetzt sagt uns ja das System, Achtung, kein Sauerstoff mehr. Können wir aber zum Glück konsumieren und haben wieder welchen. So. Okay, das funktioniert schon mal gut. Hier ist auf einmal Eisen gespawnt. Das war vorher mit Sicherheit noch nicht da. So, das war der Bohrer, ey. Also, seitdem ich jetzt diese. Oh, cool. Ah, ne, mehr Samen gibt es aber nicht. Seitdem ich jetzt hier diese Meteoriten gesehen habe, bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig geworden. So, wir bauen mal noch ein paar mehr Bohrer. Zwar hier noch einen. Und dann hier noch einen. So.
Genau, die können wir jetzt hier schön Sauerstoff erzeugen, also vor allem Punkte erzeugen, denn wir brauchen mehr Punkte, damit wir bessere Sachen bauen können. Was wir schon haben, ist ein Sauerstofftank. Kann ich aber hier nicht bauen. Dafür muss ich wahrscheinlich rüber in die Base, ne? Finde Bauplan Mikrochips und entschlüssel sie hier. Okay, cool. Dann gehen wir mal rüber und gucken mal, ob wir schon den Sauerstofftank 2 bauen können. Und was wir dafür brauchen. Ach nee. Dann brauche ich die Konstruktion für das Herstellungsstation T2. Ah ja, hier. Und die setzen wir hier mal direkt in die Ecke. So. Und dann könnte hier jetzt noch eine Kiste dazwischen. Genau. So, und jetzt müssten wir hier auch schon, jawohl, Sauerstofftank T2. Dafür brauchen wir den Sauerstofftank T1. Den haben wir ja zum Glück dabei. So, Sauerstofftank. Und dann können wir jetzt hier auch schon Sauerstofftank T2 bauen. Grandios. So, wie viel haben wir jetzt? 100? 200. Okay, immerhin. So, was ist das hier? Exoskelett. Erhöht das Equipment Limit. Oh, das klingt gut. Also brauchen wir noch mal kurz Silizium. Dann können wir unser Exoskelett bauen. Mit dem Exoskelett können wir dann mehr ausrüsten. So, das heißt also, genau. Damit müssten wir sogar noch einen zusätzlichen Rucksack bauen können, oder? Zweimal Eisen, war ja klar. Okay, also zweimal Eisen. Um einfach nochmal zusätzliche Kapazität zu bekommen. Mal schauen, ob das funktioniert. Einmal Eisen. Wohnabteil Fenster. Dann können wir immerhin mal rausgucken. Rucksack T2, geil. Rucksack T2, was brauche ich denn dafür? Silizium und Titan. Zu Tode erschrocken hier gerade. So. Silizium und Titan. Einmal Silizium. Weißt du, wenn du aufnimmst, ja, dann muss ich den Raum verlassen. Aber wenn ich aufnehme, kannst du dir Krach machen. So sind sie. So, so. Ich stimme aus dem Off hier. So. Ich bitte dich, mein Ladekabel aufs Bett zu legen. Und was machst du? Ich hab's dir aufs Bett gelegt. Nee, hast du gar nicht. Wo ist denn das noch dran? Ach so, ne? Das war noch dran. Nicht? Ja, sollte es ja eben nicht. Ach so. Ich dachte, du würdest noch das Ding auf dem Bett haben. Nee. Den Stecker. Nein. Achso, ja, Kommunikation ist immer das, was ankommt. So, jetzt bin ich hier vor lauter Ablenkung in die falsche Station gerannt. So. Und dann brauche ich jetzt hier meine Warnung, Hydrationsniveau niedrig. Das machen wir gleich. So, dafür brauche ich natürlich jetzt meinen normalen Rucksack erstmal. Hier. So, einmal Rucksack T2. Und das kann ich jetzt. Wenn ich jetzt noch einen zweiten Rucksack T2 baue, kann ich den auch ausrüsten? Nee, natürlich. Geht natürlich nicht. Toll. Rohstoffe verschwendet. Zurückbauen kann ich es auch nicht, ne? Noch nicht rausgefunden, wie auf jeden Fall. Okay, also der Luftdruck steigt mittlerweile relativ schnell. Ja, 0,6 Nanopascal pro Sekunde, das ist schon mal gut. Den Rucksack packen wir mal hier rein, wer weiß, wofür wir den noch brauchen. Und dann holen wir erstmal alle Sachen aus der Base da drüben und setzen die bei uns erstmal hier. So, gucken wir mal, die ganze Nahrung und die Wasserflaschen. Das
Brauchen wir jetzt alles hier nicht. Unser Stuhl, mit dem wir hier runtergekommen sind. Nachrichten. Gibt es eigentlich noch mehr Nachrichten? Nee, ne? Ist nur eine Nachricht. Okay. Ja, Nahrungsniveau regeln wir. Kein Problem. Gibt gleich was zu futtern. Wasser trinken muss ich ja auch. Sauerstoffkapsel kann erstmal weg. So, so. Okay. Ja. Mit der Nahrung müssen wir mal gucken, wa? Es scheint ja noch ein bisschen Wärme. Veggie-Tube, Bildschirm, Fortschritt, Leuchtfeuer, Exoskelett, Exoskelett. Wohnabteil, Fenster, Bohrer, Glas, Rucksack, Sonnenkollektor. Nicht schlecht. Okay, gibt es hier irgendwas zu futtern? Innenleiter, Innenleiter. Ah, guck mal, da ist sie. Bei 100 ppt, oder bei 1,0 ppt. Was auch immer PPT ist. Parts per 1000 oder so. Nahrungszüchter. Oha. Baumsamenverteiler. Wie cool ist das denn? Heizungsstufe 4. Veggie Tube. Bildschirmfortschritt. 0 Pico-Kelvin. Also wir haben aktuell, eigentlich sind wir hier gerade auf dem absoluten Nullpunkt auf diesem Planeten. Eigentlich müssten wir instant zu Eis gefrieren. Beziehungsweise dürfte sich eigentlich gar nichts bewegen. Okay, hier gibt es nur Wasser, Wasser, Wasser. Gut, also was wir jetzt machen, wir schnappen uns mal ein bisschen Kobalt und dann basteln wir uns mal so ein paar Sauerstoffdinger und dann gehen wir mal ein bisschen Iridium jagen. Weil wir brauchen auf jeden Fall eine Heizung. Und das Kobalt brauchen wir für Sauerstoff. So, rüsten wir uns mal gut aus. Und dann machen wir einmal das Inventar leer. Nehmen uns einmal Nahrung mit und einmal Wasser, nur für den Fall der Fälle. So, das heißt, wir brauchen jetzt noch eine Sauerstoffkapsel. Wir haben ja auch noch Sauerstoffkapseln, ne? Genau, jetzt haben wir zwei Sauerstoffkapseln, das passt. Einmal Wasser haben wir. Und dann können wir eigentlich nochmal Wasser herstellen. Damit haben wir jetzt auch zweimal Wasser und die ganzen Rohstoffe bleiben hier, auch das Kobalt bleibt hier. Und einmal Essen nehmen wir noch mit und damit können wir dann starten. So, jetzt hoffen wir mal, dass hier nicht gleich wieder irgendwie bald ein Meteoriteneinschlag kommt und wir gehen mal nach da hinten, weil das sieht irgendwie sehr spannend aus. Das könnte irgendeine uralte Zivilisation, Konstruktion sein. Wir werden sehen. Okay, ich habe gerade mitbekommen, was übrigens nicht so cool ist, wenn man ganz schnell sprintet, verliert man sehr viel Nahrung. Deswegen sollten wir das vielleicht mal sein lassen. Was ist das da hinten? Das sieht ja auch spannend aus. Okay, aber erstmal gehen wir dahin, was so sehr künstlich aussieht. Und gucken uns mal an, was das ist. Oh. Okay. Krass. Alles klar. Da muss ich wieder hin. Seht ihr hier irgendwo Iridium? Habt ihr irgendeine Idee, wo es Iridium hergibt? Okay, das ist definitiv. Hier war schon mal jemand vor uns. Da. Wie viel füllt denn das auf? Vollständig, okay. Wir haben jetzt ungefähr einen Sauerstofftank gebraucht, bis wir hier waren. Ja. Taschenlampe ist F. Okay. Okay, wow, ich habe keine Taschenlampe. Ja, ja, ich fülle ja schon auf. So. Das Ding ist, wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil wir brauchen auf jeden Fall eine komplette Sauerstofffüllung, um wieder nach Hause zu kommen. Aber ich will das hier erforschen. Was ist das? Kann ich irgendwas machen? Oh, ich habe so irgendwie das dumpfe Gefühl, dass wir hier sterben werden. Aber das kriegen wir hin, hier zu überleben.
So. Gibt's hier irgendwo was? Nee, ne? Nicht so aus. Nee. Nee. Kein Iridium vor allem. Oh, das ist so eine fette Höhle. Okay, wir müssen erstmal wieder zurück zur Base. Ich überlege gerade, ob es nicht schlau wäre, hier einfach eine weitere Base zu bauen. Eisen, Eisen und Titan. Hier haben wir ja immerhin Titan. Hier ist Eisen. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Aber da können wir ja zumindest unseren Sauerstoff wieder auffüllen. So, wir haben natürlich noch. Zum Glück haben wir noch eine zweite Kapsel. Werden wir natürlich noch eine Tür mit einbauen. Eisen, Titan, Silizium. Titan. Das müsste Silizium sein. Erstmal natürlich Magnesium, ist klar. Magnesium. Magnesium. Ja, hier ist Silizium. Sieht aber auch verdammt ähnlich aus mit Eisen. So, jetzt finden wir natürlich hier kein weiteres Eisen, ne? Ist ja klar. Doch, hier. Okay, und dann gehen wir jetzt mal schnell wieder hier zu der Base. Und bauen hier eine Tür ein. Oh, so können wir zumindest schon mal hier wieder auffüllen. So. Okay. Erzeugen, ey, das ist aber, das dauert dann aber auch ein bisschen, ne? Okay, wir gehen jetzt mal zurück in unsere Base. Wir haben leider noch kein Iridium gefunden. Wir müssen noch ein bisschen Eis sammeln. Aber wir gehen dann mal in die andere Richtung und gucken mal. Da hinten sieht es übrigens auch noch sehr spannend aus. Und da war ja so eine fette Höhle, also das werden wir auf jeden Fall nochmal erkunden. Ich hätte gedacht, dass wir ein bisschen Iridium finden, aber wir gehen mal in die andere Richtung gucken. Da hinten ist ja unsere Base. Unsere erste. Und ansonsten, glaube ich, ist das eine ganz schlaue Strategie, wenn wir einfach so ein bisschen ja, uns in alle Richtungen mal entwickeln. Also schauen dann einfach. Early Access Version 0.4.004. Wenn es interessiert, unten rechts. So. Hier wird schon ganz fleißig terraformt. So. Eigentlich können wir mal hier versuchen, noch Heizung und Sauerstoff hochzuballern. Aber wir haben noch nicht mehr Samen. Wir können also auch nicht mehr Veggie-Tubes bauen aktuell. Nur versuchen, noch zusätzliche Windkraftwerke aufzustellen und zusätzliche Bohrer, um zumindest den Luftdruck hier mal schnell hochzukriegen. Genau. Was braucht man denn für so einen Bohrer? Titan und Eisen. Okay, habe ich ja zum Glück noch. Sagten hier die Energieversorgung. 1,45 Kilowattstunden. Und jeder Bohrer braucht... Das heißt, wir können noch zwei Bohrer bauen. Okay. Dann machen wir das doch mal direkt einmal. Und da fehlt uns jetzt nochmal Eisen, war ja wieder klar. Das müsste, glaube ich, Silizium sein, ne? Jawohl. Ja, so langsam habe ich den Dreh raus. So. Silizium, hier ist Eisen. Wenn ich jetzt hier einfach wieder einen Bohrer hinbaue, ist er dann versorgt mit Strom? Jo. Okay. Also, Power Grid gibt es in dem Sinne noch nicht, beziehungsweise ist allumfassend. Gut. Gut, gut, gut. Okay, dann laden wir uns jetzt hier nochmal schnell auf. Und laden das hier nochmal alles schnell ab. So, einmal was futtern und einmal was trinken. Und wir sollten auf jeden Fall noch mal zwei Sauerstoffflaschen bauen.
Hier. Also so eine Sauerstoffkapsel. Einmal. Und achso, zweimal Kobalt brauche ich für eine Sauerstoffkapsel. Okay. Iridium, wo kriege ich denn Iridium her? Außenlampe. Fundament. Stuhl. Stoff. Stoff. Okay. Wo kann ich Stoff herstellen? Ja, also irgendwo muss es die Möglichkeit geben, noch Dinge zu erforschen. Aber wir gehen jetzt mal in die Richtung gucken, ob es hier irgendwie. Hört sich an wie Wahlgesänge. Hört sich an wie Wahlgesang. So. Ah, das ist noch eine Kiste. Cool. Vielleicht ist hier Iridium drin. Auberginensamen. Lerma-Samen. Und Nahrung. Sehr gut, das ist wichtig. Und Eisen nehmen wir auch mal mit, weil Eisen, haben wir festgestellt, ist irgendwie ganz schön selten. Und dann nehmen wir auch einfach alles aus der Kiste mit. So. Jetzt könnten wir nochmal zusätzliche Veggie-Tubes bauen. Cool. Aber wir haben immer noch kein Iridium. Hier wird's staubig. Eis. Kein gelben Schnee essen. Oh, hier sieht's aber ziemlich unheimlich aus. Hier sieht's aus, als ob es hier Iridium geben würde. Oh, cool. Oh, wie cool. Was ist das denn? Ich muss hier unbedingt eine neue Base bauen. Ich brauche Titan dafür. Ansonsten. Oh, jetzt kann ich kaum lesen, was das hier ist. Da ist Titan. Weil sonst komme ich hier gar nicht mehr weg. Ein Wohnabteil. Da muss ich eine Tür bauen. Ich noch mal Titan für. Aber wir gehen noch nicht rein. Wir heben uns das mal auf. Insbesondere, weil wir ja. Okay, also scannen kann ich hier nichts, obwohl das eigentlich so aussieht, als ob man das scannen können sollte. Da hinten ist noch irgendwie eine Kiste, an die ich gerne ran möchte. Crouchen kann ich nicht. Das ist ja gemein. Ich komme in die Kiste nicht ran. Warum nicht? Okay, ich komme in die Kiste nicht ran. Gut, sei es drum. Hier komme ich auch nicht weiter. Dann gehen wir hier lieber so lang. Was haben wir denn hier so alles? Welche Clamps? Oh, hier komme ich ran. Okay. Oh. Nicht krepieren, nicht krepieren. Zu lange gewartet. Ja, ich weiß. Oh nein! Oh, puh. Oh, das war aber gerade hier auf die allerletzte Sekunde. So, was ist das hier? Benutze den Blaupausenbildschirm, um diese Blaupause freizuschalten. Okay, haben wir natürlich jetzt hier nicht. So, jetzt haben wir hier ganz viele tolle Sachen. Und, ach, ich brauche. Ah, ich habe doch so ein Tool zum Dekonstruieren. Da leuchtet was rot. Ist das Iridium? Ja, hier ist Iridium. Geil. Geil. Okay, also in den Höhlen finden wir Iridium. Aber es ist ja doch super. Alter, was ist das? Okay. Wir hauen uns hier mal voll mit Iridium.
Was ist da? Was? Schmilzt bei 100. Ah! Eis! Das ist ja geil. Okay, ich brauche also erstmal eine Heizung. Und wenn ich die gebaut habe, kann ich hier Iridium farmen. Good to know. Also Eisen. Eisen. Titan. Das heißt, wir bauen hier mal auf jeden Fall die Heizung hin, weil hier ist ja auch das Iridium. So. Ja, das heißt, genau, hier können wir eine Heizung hinbauen. Dann wird einfach halt hier warm. Warum? Achso, es muss da rein. Ah. Okay, man kommt gar nicht nur mit einem so ein Ding klar. Man braucht auf jeden Fall mehrere. Ja, nicht genügend Energie, dachte ich mir. Das heißt, wir brauchen jetzt wieder Windräder. Guck mal, kann ich dich irgendwie hier so hinstellen? Jawohl, Strom wiederhergestellt, sehr gut. So, du produzierst jetzt Wärme, ne? Eine Kilowatt, ein Kilowatt pro Sekunde, nicht schlecht. Okay. Und was brauche ich denn jetzt nochmal hier für die Herstellungsstation T2? Eisen und Silizium. Magnesium, Silizium und dann suchen wir mal wieder Eisen. Wenn wir dann gleich das Eisen haben, dann können wir jetzt nämlich eine neue Herstellungsstation bauen. Und mit der Herstellungsstation. So. Kann ich dann jetzt nämlich mal gucken. Hier. Dekonstruktion. Und Taschenlampe. Ah ja. Silizium und Magnesium brauchen wir. Das hier müsste Magnesium sein. Oder? Da ist Eisen. Nehmen wir gleich mit. Nochmal Magnesium. Und hier ist Silizium. Mit Haas voll, natürlich. Ausgerechnet jetzt. Titan einmal droppen. Und Silizium. So, wir müssen das ganze Iridium ja noch loswerden. Dekonstruktion. Kann ich das jetzt hier dekonstruieren? Ach halt, ich muss das ausrüsten noch. Hier. So. Nee, kann ich nicht. Kann ich auch nicht dekonstruieren? Kann ich das hier dekonstruieren? Ja! Geil! Geil! Oh, hier ist viel liegen geblieben. Aluminium. Ah, guck mal. Aber das kann ich nicht dekonstruieren. Okay. Gut, 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 gut. Ich brauche eine Kiste. Nee, nicht zerlegen. Ich brauche eine Kiste und zwar, ich brauche eigentlich sogar mehrere Kisten. Bora T2. Das geht jetzt ja hier richtig ab. So, hier kommt jetzt erstmal das ganze Iridium rein. Dann könnte ich mal ein paar Sauerstoff- und Nullnasamen. Sauerstoffmultiplikator 300%. Na, das schreit doch mal nach einem Veggie-Tube. Dafür brauchen wir noch unbedingt Eis, was wir zum Glück direkt vor der Haustür liegen haben. Und wenn ich dann jetzt hier einen Veggie-Tube hinstelle, und dann jetzt hier die Nullnasamen reinpacke, dann müsste das richtig gut funktionieren, sobald wie ich einen Solarkollektor gebaut habe. Den ich jetzt natürlich noch nicht habe. Also muss ich nochmal Eisen sammeln. Habe ich Eisen dabei? Nee, ne? Nein. Eisen sammeln, um nochmal eine Windturbine zu bauen, weil das aktuell so ziemlich die einzige verlässliche Energiequelle ist, die wir haben. Man könnte auch mit Windturbinen sich so eine Routen bauen, damit man weiß, von wo man kommt und wo man hin muss.
Wir wissen ja zum Beispiel gerade nicht mehr so richtig. Sind wir von da gekommen? Ich glaube, wir sind von da gekommen, ne? Machen das mal einfach gerade so ein bisschen. Aber wir lassen es einfach. Gut. Was brauche ich denn? Also mal gucken jetzt hier. Ja, 0,45 PPQ pro Sekunde ist sehr gut. Taschenlampe. Silizium, Magnesium, Magnesium. Habe ich nicht noch Magnesium da? Ne, ich muss nur Iridium hier drin. Okay. Silizium, Iridium, Iridium, Magnesium, Magnesium. Also, wir brauchen noch einmal. Oh, das Eisen ist respawned. Das respawnt doch, oder? Da kannst du mir sagen, was du willst. Weil so viel Eisen war ja auf jeden Fall vorhin nicht. Silizium und wir brauchen nochmal Magnesium. Da, nee, das ist Kobalt. Ja, wenn du jetzt natürlich Magnesium brauchst, findest du wieder keins. So. Wir müssen uns mal dringend irgendwie um den Nahrungsanbau kümmern, weil sonst geht uns hier bald das Essen flöten. Ich das noch ausrüsten? Perfekt. Haben uns noch dreimal Nahrung. Shanga-Samen, Liam-Samen, Auberginensamen. Weltraum-Auberginen. Das klingt aber lecker. Weltraum-Auberginen. So. Okay, Nahrung und Dings haben wir schon mal. Dann brauchen wir mehr Heizungen. Was brauche ich denn für so ein Fundament? Das? Ja, das geht. Okay. Wenn ich jetzt hier so eine Treppe baue. Komm schon. Nee. Wieso denn? Warum snappst du das dann daran? Achso, er snappt das ans Fundament. Ah. Und weil ich das Fundament so kacke gesetzt habe. Okay, warte mal. Dann. Nee, stopp. Müssen wir einmal hier dekonstruieren. Genau. Und dann konstruieren wir das Fundament nochmal neu. Kann ich die Treppe eigentlich auch so bauen? Ah ja. Snap. Perfekt. So. Super Ding. Okay. Jetzt müsste ich ja mal gucken, ob ich hier eventuell nach hinten dran das nächste Modul bauen kann. Nö. Aber hier könnte ich Modul anfangen. So. Ist das jetzt automatisch verbunden? Oh, nice. Das sieht ja mal cool aus. Weil dann bauen wir doch hier auf jeden Fall. Silizium, Kobalt, Kobalt. Silizium, Kobalt, Kobalt. Brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Energie. Was habe ich denn hier eigentlich noch? Hier ist ja Silizium. Und hier ist Aluminium. Und hier ist Kobalt und da komme ich nicht ran. Toll. Ah, jetzt habe ich auch die Taschenlampe. Ah. Mal so komme ich hier auch super ran. Öffnen Lagerkiste und noch mehr Auberginensamen und noch ein Bauplan-Mikrochip. Nochmal Samen und Futter und nehmen wir alles mit. Cool. Ja, mega cool. So.
bisschen sehr dystopisch hier gerade alles. Aluminium brauchen wir nicht, Silizium brauchen wir nicht, Titan brauchen wir nicht, Eisen brauchen wir nicht. So, das kann alles schon mal weg. Jetzt könnten wir eigentlich mal zwei Nahrungsmittelsamen bauen, geht aber nicht. Also wir brauchen einen Schreibtisch. Dafür brauchen wir zweimal Eisen. Okay, alles klar. Verstanden, zweimal Eisen. Du kannst mir erzählen, was du willst, aber das ist sehr dunkel gerade alles hier. So, und wir sollten uns nicht zu weit von der Base entfernen. Finde ich nämlich ansonsten nie wieder. Ich habe nämlich einen Orientierungssinn wie ein Backstein, insbesondere in Spielen. Also Minecraft in der Höhle, ich bin immer verloren. Ich brauche meine Freundin, die mir dann erzählt, wo es lang geht. Oh, was ist denn das? Goldene Statue, Uranstab. Holla, die Waldfee. Eine Superlegierung. Lecco mio. Eine goldene Kiste. Alter, wie abgefahren. Okay. 2, also wir sind jetzt aktuell bei 2200 Terraforming Indexpunkten. Da sind wir natürlich noch weit abseits von dem, wo wir hinwollen. So, und wir brauchen einen Baupläne-Bildschirm. Dafür brauchen wir nochmal Eisen und Silizium. Und ich würde dann hier auf jeden Fall auch nochmal einen Wohnraum mit dran bauen. Und weil hier kriegen wir keinen weiteren hin. Da hinten geht es in die Iridiumhöhle. So, hier ist nochmal Eisen. Da ist Eisen. So. Schmilzt der aber erst später weg. Ja, noch mehr Iridium brauchen wir jetzt eigentlich gerade gar nicht. Schmilzt bei 100 Nanokelvin. Kann ja eigentlich gar nicht mehr so viel sein. Aber ist natürlich eine coole Idee, so wird Stück für Stück dann die Map freigegeben. Ja, schrei mich nicht so an. So, wir brauchen den Bildschirm für Bau. Ich brauche noch einmal Silizium. Okay. Ich sage Silizium hier am Start. Bitte, 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 bitte. Ja. Mach ich mir keinen Platz mehr. Uranstab. Eine goldene Statue. Verrückt. 600% goldener Samen-Multiplikator. Alter. Okay, vielleicht ist das insbesondere gerade für Early Access, um zu sagen, hey, ich habe doch gerade Silizium aufgehoben. Ach ne, Sachen eingelagert. Ah. Okay, hier Baupläne. So. Mikrochip. Entschlüsseln. Beweglichkeitsstiefel T1, okay. Und Mikrochip-Abbaugeschwindigkeit T1. Hm. Beweglichkeitsstiefel. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit. Stoff. Wo auch immer ich Stoff herkriege. Wahrscheinlich muss ich dafür welche Sachen abbauen. Rucksack T3. Ah. Okay, wo kann ich den haben? Ich möchte den gern haben. Ich möchte gerne einen größeren Rucksack. Ich brauche nochmal Eisen und Magnesium, weil ich will unbedingt noch die andere Dings einbauen. So, Magnesium haben wir noch, sehr gut. Ich will die goldenen Samen einpflanzen. So, weil mehr Sauerstoff heißt schnellerer Terraforming-Fortschritt. Und das heißt vielleicht auch, dass wir dann irgendwann hier auf dem Planeten mal richtig atmen können. Oder zum Beispiel auch weniger Sauerstoff verbrauchen. Wäre auch eine ziemlich coole Geschichte. Nee, das hier.
So, und zwar die goldenen Samen. Produziert jetzt 90 ppq pro Sekunde, die 45. Perfekt. So. Hier kann ich ja nichts weiter zerstören. Nee. Kann ich die Kiste eigentlich auch abbauen da hinten? Stimmt, oder? Ja, natürlich. Nämlich Eisen raus. Haha. Crouchen geht hier leider nicht. Hier geht nur Sprinten. Oh, Titan, Titan, Titan. Ich brauche noch einen Monitor mit Energieübersicht. So, dann brauche ich wieder Silizium und Magnesium, war ja klar. Ganz viel Kobalt. Eisen. Magnesium. Also die Rohstoffe respawnen auf jeden Fall. Hier ist ja wieder die Höhle und hier war auf jeden Fall vorhin kein Magnesium. Aber es ist ja gut, dass es respawnt. Ich will mich ja nicht beschweren. Da, da ist Silizium. So. Nochmal mehr Magnesium. Und da müsste ich jetzt ja hier eigentlich. Genau. Das nächste Abteil ranbauen können. Oh, cool. Also, das mit dem Basenbau macht schon wirklich Spaß. Hydrationsniveau niedrig. Ups. Und ich habe auch gerade nichts zu trinken dabei. Nö, das heißt, wir brauchen Eis. Eis, 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 da ist Eis. So, eins Eis. Eins Eis, da ist zwei Eis. Und hier ist noch zusätzliches. Wie viel Platz habe ich denn noch im Inventar? Gar keinen. Hier geht es ja nochmal weiter. Ja, hätte man auch hinter der Base mal gucken können. Das kann ich aber nicht abbauen, ne? Nee. Okay. Hier ist auch noch Eis. So, okay, dann bauen wir uns mal schnell was zu trinken. Eine Wasserflasche. Und dann bauen wir uns mal noch eine Wasserflasche. Für den Rucksack brauchen wir Aluminium, Aluminium, Titan und Silizium. Also zweimal Aluminium. Aber das kriegen wir ja, glaube ich, wenn wir wenn wir das andere Dings noch abbauen mit, oder? Bestimmt. Uran, Iridium. So. Also hier war jetzt ja noch ein Fotopanel. Und das nehmen wir jetzt auf jeden Fall mal mit. Wenn wir das abbauen, müssten wir ja eigentlich noch ein zweites Aluminium hinkriegen. Jawollo. Mein Inventar ist schon wieder voll, wa? Ja, verdammt. Okay, warte mal, das brauchen wir ja nicht. So viel Magnesium brauchen wir nicht. Wir brauchen ja eher das Aluminium. Sehr gut. So, weil dann kann ich jetzt nämlich den Rucksack T3 bauen. So, Rucksack T3. Also einmal, Moment, einmal Aluminium habe ich jetzt ja. Okay, bauen wir noch eine zweite Lagerkiste. Hier kommt jetzt sowas rein wie Futter und Samen. Alles das, was uns das Inventar zumüllt. Damit ich dann jetzt nämlich auch hier Aluminium mir nehmen kann. Genau so. Und dann, was brauchte ich noch? Titan. Wollen wir noch einmal. Titan.
Speicher haben wir auch noch zum Glück einmal da. Genau. Da muss ich hier ein bisschen was rauspacken. Innenleiter. Jetzt können wir hier sozusagen oben drauf bauen. Und können dann hier die Leiter hochkraxeln. Sehr cool. So, Innenleiter. Nee. Was soll ich jetzt machen? Ach ja. Oh, mein Gott, das hat so viele Dinge zu tun. Rucksack T3. Dazu muss ich aber erstmal den hier ablegen. Ja. Und dann möchte ich gerne Rucksack T2 und T3 bauen. Uhu. Jawoll. So, das sieht doch schon mal gut aus. Achso, darum kann man sortieren. Cool. Also, noch mehr Platz. Hervorragend. Was brauchen wir denn für die Innenleiter? Wo ist sie denn? Da ist sie. Aha, das heißt, ich kann sie setzen, wo ich will. Zum Beispiel hier so. Und dann kann ich da hochkraxeln. Oh, jetzt stehe ich um. Ah, wie cool. Okay. Das ist natürlich cool. Wenn ich jetzt hier noch ein neues Modul draufsetze, was ich nicht kann, weil ich nicht genug Rohstoffe habe. Aber so kann ich auch rein und raus gehen. Naja, das ist ja spannend. Okay. Goldene Statue. Rechtsklick zum Bauen. Hat was von einem Phallus, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Ach, was denn? Was lachst du da so? Das sah aus wie ein Penis. Das weiß ich nicht, ob ich das sagen kann. Mal gucken, will ich herausfinden. Aber auch noch so die Form und so. Also, sorry. So, was haben wir denn hier? Der goldene Phallus, so sieht's aus. Wir können ja noch ganz viele Veggie-Tubes aufbauen, auf jeden Fall. Dafür brauchen wir jeweils Eisen. Das ist eine goldene Rakete, das ist was anderes. Sieht schön aus. Das widerspricht sich jetzt. Wieso? Ja, weiß ich ja nicht, was die sich dabei gedacht haben. So, Eis und Magnesium brauche ich nochmal. Magnesium habe ich, Eis fehlt mir. Finde ich aber bestimmt gleich. Ich hier nur ein bisschen durch die Gegend suche. Da ist Eis. So, wir versuchen mal, ob wir hier noch was abbauen können, aber es sieht nicht so aus. Doch, die Kiste dann können wir abbauen. Oh, hier ist noch ein Sonnenkollektor. Nee, genau. Noch ein Uranstab. Und hier, das hatte ich ja schon, oder? Ah, nicht ganz. Hier war auch nochmal Aluminium mit dabei, habe ich gar nicht gesehen gehabt. Und dann zerlegen wir auch nochmal hier den Sonnenkollektor. Den Sonnenkollektor kann ich nicht zerlegen, oder was? Nee. Okay, den da vermute ich auch nicht. Gut, aber dann nehmen wir auf jeden Fall hier die Kisten mit. Kanister Eisen. Nochmal Eisen. Oh, und hier ist auch noch einer. Okay, man wird hier also mit Rohstoffen zugeschmissen. Das heißt natürlich auch, dass ich irgendwie nochmal nächstes Wohnabteil brauche. Dafür brauche ich Titan. Für Titan habe ich jetzt keinen Platz mehr. Ah, toll. Also noch ein Veggie-Tube bauen. Ja, haben wir gerade geklärt, Sauerstofflevel. Also noch ein Veggie-Tube bauen. Und nicht mehr genug Strom. Herzlichen Glückwunsch. Aber wir können Photovoltaik bauen. Das machen wir auch direkt. Und zwar hier so. 6,5 Kilowatt. Geil. Okay, die Dinger bringen es richtig. Gesundheit. Die Dinger bringen es ja mal richtig. Jetzt kann ich sogar schon 4 Veggie-Tubes bauen. Nahrung haben wir aktuell auch noch ausreichend. Sehr gut.
Aber wir packen dann hier erstmal gleich die Sachen rein. Habe ich jetzt nochmal. Ich bin schon wieder Eis. Okay. Komm, wir holen uns jetzt noch einmal Eis. Dann können wir nämlich noch ein Veggie-Tube bauen. Dann können wir die schon mal voll klatschen mit Pflanzen, damit wir hier nämlich noch ein bisschen mehr Sauerstoff produzieren. Und dann muss ich. Okay. Das war gerade hier. Das war gerade irgendwie ein Grafikfehler. Hier ist nochmal Silizium. Die Musik ist eigentlich auch ganz angenehm, finde ich. Ist so eine Chillermucke, aber ist jetzt auch nicht zu aufregend. Oh, hab ich gerade hingeguckt. So. Titan. Titan. Nehmen wir einfach mal alles mit hier. Was wir haben, haben wir. So, genau. Und wir wollen noch einen Veggie-Tube bauen. Und dann schnappen wir uns jetzt mal hier die Samen. Und zwar das, das und das. So. Geht doch schon mal ganz gut ab hier. Können wir mal gucken. Sauerstoff, Wärme. VeggieTube T2. Ah ja, okay, kommt jetzt bald. Bildschirmfortschritt in verschiedenen Terraforming-Stadien. Aha. Wie viele gibt es denn? Leuchtfeuer hilft dir, den Weg zu finden. Na, das ist cool. Exoskelett, Bohrer, Sauerstofftank T3, Heizung T2, Sonnenkollektor T2. Das sind allgemein die Fortschritte hier. Doppelbett, Schrank, fortgeschrittene Herstellungsstation. Ah ja, die gibt es erst bei 175.000, das ist ja sozusagen der erste Schritt. Dann gibt es Startplattform, meine Güte. Atmosphärischer Wassersammler. Aha. Raketen, das hat man schon. Okay, wow. Kernfusionsbrennstoffzelle 578 Giga Terraforming Index. Okay, also ich habe das Gefühl, man muss hier durch die Gegend rennen und viele Stationen bauen. Baumsamenstreuer, Wasserfilter, DNA-Manipulator, neue Gene, Saatstreurakete verleiht einen globalen Generationsbonus durch die Verbreitung von Samen aus dem Weltraum. Heizung T3. Baumsamenverteiler, Heizung Stufe 4. Hydrationsniveau niedrig. Ah, klären wir gleich mal. Luftdruck, Kernreaktor T1. Erzeugt Energie, die alle Maschinen auf dem Planeten antreibt. Ein Erzextraktor. Extrahiert seltene Erze. Ah, cool. Gase, Saatgut, Kernreaktor T2. Bildschirmübertragung. Aha, Kommunikationsantenne. Wohnabteil, Bohrer T2. Ein Biodom. Perfekter Ort, um Pflanzen anzubauen und Sauerstoff zu erzeugen. Schild zeigt einen beliebigen Text an. Was, das gibt's erst bei 500 Nanokelvin? Was ist denn da los? Algengenerator. Erzeugt Biomasse. Auf einer Wasseroberfläche platzieren. Ja, dafür brauchen wir erstmal Wasser, wa? Biodom T2, Heizung T2 habe ich. Erzeugt Baumrinden. Okay, also da kann man wohl richtig eskalieren. Jetzt hatte ich ja gesagt, ich will sozusagen nur eine Stunde anspielen. Jetzt sind wir schon bei einer Stunde 19. Ich habe leicht überzogen. Ich hydriere mich jetzt nochmal und fülle meinen Nahrungsvorrat auf. Und dann mache ich an der Stelle hier erstmal Schluss. Es soll ja nur ein kurzer Einblick sein. Und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock habt, dass wir dieses Projekt nochmal irgendwann aufgreifen oder hier nochmal weitermachen. Das sieht erstmal, glaube ich, also ich persönlich finde es relativ spannend. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich hier noch so ein paar Stunden drin verbringen kann. Insbesondere interessiert mich natürlich, ja, was es hier noch so alles auf dem Planeten zu sehen gibt. Und wir stehen ja gerade am Anfang. Also wir haben jetzt 5000 und ein bisschen
Terraforming-Index-Punkte. Da gehört also noch eine gute Portion dazu. Wir müssten hier also noch ein paar mehr Basen bauen mit viel mehr Heizung und Sauerstoff und so weiter. Aber immerhin haben wir einen goldenen Raketenphallus. Und das ist ja auch schon mal was. Und von daher sage ich jetzt an der Stelle vielen Dank, wenn ihr zugeschaut habt, dass ihr zugeschaut habt, auch bis zum Ende. Und ja, wie gesagt, hinterlasst mir gerne Nachricht, ob wir das Projekt nochmal irgendwann anfangen sollen oder ob ich jetzt direkt weitermachen soll. Macht auf jeden Fall Bock. Kann ich schon mal so viel sagen. Ich verstehe, warum das Spiel auf Steam gerade relativ gute oder sehr gute, äußerst positive Bewertungen bekommt. Auch wenn es noch sehr früher Early Access ist. In diesem Sinn, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao.